Eine Fülle von Konjunktur- und Unternehmensdaten erwartet uns auch in der kommenden Börsenwoche. Aber schauen wir uns doch die wichtigsten einfach mal gemeinsam an. Es geht am Montag relativ sanft los. Zunächst mit Daten vom Immobilienmarkt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier die schwebenden Hausverkäufe im Monat Juni. Zuletzt hatte es hier einen Anstieg um 6,7% gegeben. Am Dienstag steht dann der GfK-Konsumklimaindex in Deutschland auf dem Programm. Zuletzt lag dieser bei 6,8 Punkten. Des Weiteren bekommen wir am Dienstag auch noch das wichtige Verbrauchervertrauen des Conference Board aus den Vereinigten Staaten von Amerika und den wichtigen Case-Shiller-Hauspreisindex, also weitere Daten vom Immobilienmarkt. Schauen wir uns den Mittwoch an. Da stehen die ersten vorläufigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten von Amerika für das zweite Quartal an. Zuletzt hatte dieses Jahr ein Wachstum, also die Wirtschaft hatte ein Wachstum von 0,3% aufzuweisen. Jetzt sind wir mal ganz gespannt, wie es dann im zweiten Quartal lief. Darüber hinaus schon die ersten Vorboten für den großen Arbeitsmarktbericht am Freitag, nämlich der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli und natürlich der wichtige Zinsentscheid der Notenbank in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da sind wir mal gespannt, nicht nur wie der Zinsentscheid selber ausfällt, sondern vor allen Dingen dann auch auf die anschließende Pressekonferenz von Ben Bernanke. Am Donnerstag haben wir dann den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank auf dem Programm stehen und auch hier gibt es natürlich die obligatorische Pressekonferenz des EZB-Präsidenten Mario Draghi am Anfang. Da werden wieder viele Marktteilnehmer an seinen Lippen kleben. Das wird sich natürlich auch marktbeeinflussend auswirken. Der ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im Monat Juli wird dann am Donnerstagabend aus den USA zusätzlich vermeldet. Am Freitag warten dann sicherlich wieder alle Börsianer ganz gespannt auf den großen Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit den neu geschaffenen Stellen im Monat Juli und natürlich der Arbeitslosenquote, die zuletzt bei 7,6% lag. Darüber hinaus kommt dann am Nachmittag auch noch der Auftragseingang aus der Industrie für den Monat Juni. Und es wird Ihnen aufgefallen sein, Unternehmensdaten waren hier noch gar nicht dabei, aber da will ich Ihnen die wichtigsten auch noch einmal nennen. Am Dienstag immerhin legt die Deutsche Bank ihre Bilanz vor, darüber hinaus auch noch Fresenius, Fresenius Medical Care und Infineon hier in Deutschland und aus den USA bekommen wir Daten von Amgen und von Pfizer. Am Mittwoch achten dann viele Aktionäre der Bayer AG natürlich auf die Zwischenergebnisse. Darüber hinaus steht auch Heidelberg Zement und die Volkswagen Aktiengesellschaft auf dem Programm. Am Donnerstag legen dann BMW, Continental, Metro, Siemens und Air Berlin ihre Zahlen vor. Darüber hinaus dann am Abend auch noch ExxonMobil aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und am Freitag gibt es nochmal Unternehmensdaten hier dann in Deutschland von der Allianz und der Deutschen Lufthansa.